Mein Studium war zwischen 2009 und 2013. Ein treuer Begleiter während meines Studiums war Dropbox. So konnte ich mit Kommilitonen an den gleichen Dokumenten arbeiten und ein praktischer Nebeneffekt war auch noch, dass meine ganzen Daten gesichert waren. Wenn ich jetzt aber heute auf meinen Computer schaue, dann finde ich dort kein Dropbox mehr. Stattdessen ist bei mir Google Drive installiert und zwangsweise teilweise auch noch OneDrive. Trotzdem hat Dropbox im Jahr 2020 das erste Mal in der Firmengeschichte überhaupt Gewinn geschrieben. In diesem Video klären wir, wie ein erfolgsversprechendes Startup wie OneDrive mittlerweile kaum noch eine Rolle spielt und so viele Jahre gebraucht hat, um Gewinn zu schreiben. Los geht's nach dem Intro. Das erste Mal auf der Bildfläche erschienen ist Dropbox 2007. Und Dropbox ist ein Unternehmen, so wie viele Investoren es sich wünschen. Man kann es nämlich ziemlich schnell skalieren, ohne dass hohe Kosten im Hintergrund entstehen. Vereinfacht gesprochen ist Dropbox einfach nur ein Rechenzentrum mit ziemlich vielen Festplatten hinten dran. Das erklärt auch, warum so viele Investoren sich für Dropbox interessiert haben und in dieses Unternehmen sehr viel Geld geflossen ist. Die Hoffnung war einfach, dass besonders viele Nutzer auf diesen Dienst aufspringen, die 2 GB Gratisspeicher nutzen und später dann zahlen würden. Das mag zwar auch in einem bestimmten Ausmaß geklappt haben, aber der große Durchbruch ist meiner Meinung nach Dropbox verwehrt geblieben. Stattdessen haben andere Cloud-Dienste das Ruder übernommen, sowas wie Google Drive oder OneDrive. Wer natürlich auf einem macOS sitzt, der hat natürlich iCloud im Einsatz. Dabei waren die Anfänge relativ vielversprechend. 2012 hatte Dropbox bereits 100 Millionen Benutzer und ein Jahr später schon 200 Millionen Nutzer. 2018 ist Dropbox dann an die Börse gegangen und 2 Jahre später das erste Mal Gewinn geschrieben durch Corona, also 2020, haben die einfach viele Kunden dazugewonnen, da im Homeoffice gearbeitet wurde. Ich vermute aber, dass das keine Endkunden waren, sondern tatsächlich Firmen, die nach einer schnellen Lösung gesucht haben. Trotzdem würde ich behaupten, das ursprüngliche Konzept und die ursprüngliche Idee von Dropbox sind nicht so aufgegangen, wie sich's die Investoren und auch die Gründer versprochen haben. Die Gründe würde ich gerne mit euch in diesem Video einmal durchgehen. Der erste Punkt ist fehlende Innovation. Dropbox ist heute der Dienst, der er auch vor 10 Jahren war. Hier hat sich also nicht wirklich was verändert. Ich kann Dateien synchronisieren und das war's auch schon. Ja, zugegeben, mittlerweile wurde irgend so ein Texteditor gelauncht, mit dem man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Allerdings ist das viel zu spät geschehen. Mittlerweile gibt es ganz andere Lösungen, die das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten erlauben. Und damit meine ich nicht nur gemeinsam an den gleichen zu unterschiedlichen Zeiten, sondern wirklich gleichzeitig. Microsoft 365 bietet das zum Beispiel in einer sehr professionellen Variante an und in einer bisschen abgespeckten Variante geht das auch bei Google Drive. Dort gibt's Google Sheets und Google Docs. Tatsächlich gab's bei Google als erstes die Dokumentenbearbeitung und dann die Synchronisationslösung auch für andere Dateien, also Google Drive. Wer mit mehreren Personen an dem gleichen Dokument zur gleichen Zeit arbeiten muss, der weiß diese Features einfach zu schätzen. Eine reine Dateisynchronisation ist heute absolut kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Der Markt ist voll von Anbietern, die genau das anbieten. Ein früher Konkurrent war mal Box.org. Der ist es heute auch noch. Dazu sind jetzt aber noch weitere Konkurrenten gekommen, wie Mega zum Beispiel, also die Gründung von Kim.com, die mittlerweile 20 GB kostenlosen Speicher anbietet. Aus Deutschland wäre jetzt hier noch HighDrive zu nennen, die immer wieder mit günstigen Angeboten locken. Google Drive wiederum bietet in der kostenlosen Version 15 GB kostenlosen Speicher an. Halten wir erstmal fest. Das Alleinstellungsmerkmal von Dropbox ist ein bisschen verloren gegangen mit der Zeit, da andere Anbieter aufgeholt haben und der Markt mittlerweile voll ist von Synchronisationsdiensten. Mit OwnCloud sind auch Open-Source-Lösungen dazugekommen, die das Betreiben von eigenen Lösungen ermöglichen, entweder im Heimnetz oder auf einem Server. Die fehlende Innovation bei Dropbox hat dazu geführt, dass es auch keine weiteren Anreize gab, bei Dropbox zu bleiben und andere Dienste in den Fokus gerückt sind. Dropbox hat aber noch ein weiteres Problem. Da Dropbox über seine Firmengeschichte sehr lang keinen Gewinn gemacht hat, muss dieser ja irgendwie trotzdem wieder eingespielt werden. Ich vermute, deshalb hat Dropbox einfach sehr hohe Preise im Vergleich zur Konkurrenz.
Aktuell kostet ein Plus-Abonnement 9,99 Euro im Monat. Dafür bekomme ich immerhin 2 Terabyte an Speicher. Das ist zugegebenermaßen viel, aber für die meisten einfach zu viel und sie zahlen die 9,99 Euro und nutzen den angebotenen Speicher gar nicht. Einfach nur um mal eine Referenz zu nennen, wenn ich 7 Dollar bei Backblaze bezahle, dann bekomme ich unlimitierten Speicher. Und viele andere Dienste, die bieten eben auch die Möglichkeit, mit geringerem Speicher einzusteigen und dementsprechend deutlich weniger pro Monat zu bezahlen. Wem zum Beispiel 250 GB reichen, der ist bei Highdrive schon mit 3 Euro monatlich dabei. Dieses unflexible Preismodell macht Dropbox unattraktiv. Kommen wir damit aber zum dritten und wahrscheinlich wichtigsten Punkt in dieser Reihe. Dropbox hat keine Kontrolle über die Endgeräte. Mir fallen jetzt 3 Hersteller ein, die fast die komplette Kontrolle über alle Endgeräte haben. Das ist zum einen Microsoft mit Windows, zum zweiten Apple mit iOS und macOS und zum dritten Google mit Android. Was heißt das jetzt aber in der Praxis Kontrolle über die Endgeräte? Ist ganz einfach. Wenn ich einen Windows-PC habe, ist dort OneDrive schon standardmäßig vorinstalliert. Und nicht nur das, wenn ich eine Office-Lizenz kaufe, kriege ich die bei Amazon für 60 Euro im Jahr oder sowas fast schon hinterhergeworfen und kann damit insgesamt 6 Geräte betreiben. Jedes Gerät bekommt 1 Terabyte OneDrive-Speicher oben draufgelegt. Das heißt, ich zahle realistisch 5 Euro im Monat und kann 6 Geräte mit je 1 Terabyte an OneDrive anbinden. Damit bin ich nicht nur günstiger als die Plus-Variante von Dropbox, sondern habe auch mehrere Nutzer und das würde sogar der Family-Variante von Dropbox entsprechen, die irgendwo bei 16,99 im Monat liegt. Also hier kann sich Dropbox nicht mehr mit seiner Konkurrenz messen. Aber das schweift jetzt ein bisschen ab, weil das ja eigentlich in die Kategorie Preise zählt, aber hier spielt eben Microsoft seinen Vorteil aus, dass es auf den Geräten schon vorinstalliert ist und viele auch die Office-Programme nutzen und dann eher bereit sind, auch für Office 365 zu zahlen. Und wenn man hier eh schon das Terabyte dabei hat, na dann nutzt man das und kauft nicht noch bei einem anderen Cloud-Dienstleister Speicherplatz ein. Wie sieht es denn eigentlich bei Google aus? Da habe ich Android und ich habe ja schon ein Konto, wenn ich mich dort anmelde. Beziehungsweise muss mir eins registrieren, sonst kann ich mein Handy so gut wie nicht verwenden. Gleichzeitig bekomme ich dann Zugriff auf 15 GB Google Drive Speicher. Das heißt, Google sorgt dafür, dass ich sowohl schon mal Speicher habe, ob ich es will oder nicht, und gleichzeitig ist Google Drive natürlich auf den Endgeräten vorinstalliert. Jetzt müsste ein anderer Anbieter schon sehr überzeugende Argumente haben, damit ich trotzdem Dropbox installiere. Und das hat, wie gesagt, Dropbox einfach nicht. Bei Apple ist es natürlich ähnlich. iCloud wird zudem Dreh- und Angelpunkt für das eigene Apple-Konto. Auch hier hat man keine Motivation, einen zusätzlichen Cloud-Dienstleister zu installieren. Und schon gar keinen, der so teuer ist wie Dropbox. Also nochmal zusammengefasst. Dropbox hat es in den letzten Jahren verpasst, innovativ zu sein und mehr als nur eine Synchronisationslösung anzubieten. Zudem sind die Preise unflexibel und die Konkurrenz ist mittlerweile groß geworden. Der dritte Punkt ist, dass Dropbox einfach nicht die Hoheit über die Geräte hat, dafür kann jetzt erstmal Dropbox nichts, aber wenn halt eben schon was vorinstalliert ist, beziehungsweise wenn man schon ein Konto bei irgendeinem Anbieter hat, dann muss ein anderer Anbieter schon deutliche Argumente liefern, warum ich jetzt nicht den voreingestellten, sondern einen anderen verwenden sollte. Das sind meiner Meinung nach die 3 Punkte, warum Dropbox für Endkunden nicht mehr attraktiv oder interessant ist. Was ich hier kundgetan habe, ist natürlich nur meine eigene Meinung. Die Kommentare sind natürlich jetzt für euch geöffnet, damit ihr eure Meinung loswerden könnt. Mich würde insbesondere interessieren, ob ihr Dropbox noch nutzt und ob es für euch ein Feature gibt, das Dropbox hat und andere nicht haben, beziehungsweise was für euch der ausschlaggebende Grund ist, warum ihr Dropbox nutzt.